Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Künast, das Leben könnte ja so einfach sein. Wenn wir Ihren Vorschlägen gefolgt wären, dann wäre ja der BER ein bloßer Regionalflughafen geblieben. Dann hätten wir alle diese Probleme liegen. Aber das Leben ist nun mal nicht so schwarz und weiß. Sie sind mit Ihrer Kritik alles andere als glaubwürdig. Das ist heuchlerisch, was Sie hier heute vortragen, meine Damen und Herren. Aber richtig ist auch, es ist kein schöner Anlass, dass wir uns hier heute über dieses Thema unterhalten müssen. Die Verschiebung des Flughafens BER, das ist tatsächlich ein Desaster. Das ist ein großer Imageschaden für Berlin. Und daran gibt es auch nichts zu beschönigen. Deswegen ist es richtig, die Ursachen, die müssen jetzt aufgeklärt werden. Da darf auch nichts unter den Tisch gekehrt werden. Wir müssen uns überlegen, wo gab es Fehler im Controlling? Wo gab es Fehler im Risikomanagement? Wer sind die Verantwortlichen in der Geschäftsführung? Das alles muss rückhaltlos aufgeklärt werden. Aber, meine Damen und Herren, so wichtig das auch ist, mich interessiert vor allen Dingen, wie geht es denn jetzt in der Zukunft weiter? Und ich finde, da ist es jetzt erstmal gut und richtig, dass der Bundesverkehrsminister hier eine Sonderkommission eingesetzt hat beim Verkehrsministerium, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Berlin auf der einen Seite, zwischen Brandenburg und dem Bund sicherstellt, wo man sich genau anschaut, was sind jetzt da für Fragen noch offen, weil das ist das Entscheidende, dass wir vor allen Dingen auch in den kommenden Monaten jetzt erstmal sicherstellen, dass der Flugverkehr hier in der Region, in Berlin, in Brandenburg, über den Flughafen Tegel sichergestellt werden kann. Das ist auch nicht einfach. Das ist auch nicht einfach. Der Flughafen Tegel arbeitet ja jetzt schon an einer Belastungsgrenze. Und deswegen wird es für uns jetzt erstmal darauf ankommen, dass für die Menschen dort um den Flughafen Tegel, für die wird es zu Mehrbelastungen kommen. Das wird wohl unvermeidbar sein. Dass wir aber diese Mehrbelastung auf das absolut notwendige Minimum reduzieren. Und das ist jetzt die Aufgabe des Senats gemeinsam mit dem Airlines und mit dem Flughafen, meine Damen und Herren. Wichtig ist mir, wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, dass der feststehende Termin im März des kommenden Jahres dann tatsächlich auch unumstößlich eingehalten werden. Denn bei aller berechtigten Kritik, ich glaube, es sollte klar sein, dass der BER das größte und wichtigste Infrastrukturprojekt für die Region Berlin-Brandenburg ist, für die Entwicklung und die Zukunft dieser Region. Der Flughafen ist der Anschluss für diese Region an die Welt. 25 Millionen Fluggäste und mehr wird er pro Jahr zählen. Er hilft uns, die großen Potenziale, die Berlin hat, für die Berliner Wirtschaft zu erheben. Und nicht zuletzt, er ist der Jobmotor für die Region. Über 40.000 Arbeitsplätze werden hier entstehen. Und das, meine Damen und Herren, ist gut für die Berlinerinnen und Berliner und auch für die Brandenburger. Und deswegen bin ich überzeugt, dass dieser Flughafen ein großartiger Erfolg für die Menschen in dieser Region werden wird und werden muss. Und wir stehen auch klar und eindeutig hinter dieser Entscheidung und setzen sie auch um, meine Damen und Herren. Aber natürlich ist es so, ein solches Projekt, das hat auch Kritiker. Und wenn man will, dass ein solches Projekt, ein solches großes Projekt Erfolg hat, dann muss man die Kritik auch ernst nehmen an dieser Stelle. Nur dann wird der Flughafen akzeptiert werden. Und lassen Sie mich vielleicht erstmal zu den Flugrouten kommen. Ich bin Abgeordneter aus Tempelhof-Schöneberg und mein Wahlkreis, insbesondere der Stadtteil Lichtenrade, der wäre ganz erheblich betroffen worden von den Flugrouten, wie sie die DFS im September 2010 vorgeschlagen hat. Und ich war mit den Menschen in meinem Wahlkreis, mit den Menschen in Steglitz-Zehlendorf, auch in den Berliner Umlandgemeinden entsetzt, als diese Flugrouten so vorgestellt worden sind, weil sie hatten mit dem, was über Jahre diskutiert worden ist, was im Planfeststellungsbeschluss auch angesprochen worden ist, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Und nach diesen Vorschlägen werden die Menschen, die darauf vertraut haben, dass die Flugrouten auch so kommen, wie sie diskutiert und eben im Planfeststellungsbeschluss auch angesprochen worden sind, die wären in ihrem Vertrauen enttäuscht worden. Und diese Menschen haben Entscheidungen auf Grundlage dieses Vertrauens getroffen, haben zum Beispiel in einer bestimmten Region ein Haus gekauft, haben dort eine Familie gegründet. Und ich finde, dieses Vertrauen durften wir nicht enttäuschen, meine Damen und Herren. Und deswegen habe ich mich mit vielen anderen gemeinsam mit den Menschen vor Ort, mit den Bürgerinitiativen, mit der lokalen Politik dafür eingesetzt, dass diese neuen Flugrouten nicht Wirklichkeit werden, sondern die langjährigen diskutierten Flugrouten die Grundlage für den BER bleiben. Und es gab dann ein ganz intensives Zusammenwirken zwischen den Bürgerinitiativen, zwischen der Verwaltung und der Politik. Und es gab hier ganz viele gemeinsame Sitzungen im Verkehrsministerium, in denen man die Bürger in die weiteren Überlegungen und auch in der Suche nach Lösungen eingebunden hat. Und dann hat man nämlich das Wichtigste gemacht. Man hat einander zugehört.
Die Betroffenen sind hier im besten Sinne zu Beteiligten gemacht worden, und das sollte, meine Damen und Herren, auch Vorbild für andere Bereiche werden. Und auch Bundeskanzlerin Merkel und Verkehrsminister Ramsauer haben sich ja bei der Diskussion dann auch klar und ohne Wenn und Aber festgelegt, dass die Menschen sich auf das verlassen können müssen, was ihnen Politik und Verwaltung jahrelang gesagt haben. Diesen beiden und insbesondere auch dem Staatssekretär Scheuerle im BMVBS möchte an dieser Stelle ganz persönlich und auch im Namen der Bürgerinitiativen noch einmal ganz, ganz herzlich danken. Das war wirklich ein vorbildliches Verfahren. Das hat Vertrauen bei den Menschen wieder zurückgeholt. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und, meine Damen und Herren, dieses Verfahren hat dann ja auch Erfolg gehabt. Es gab ja dann deutliche Verbesserungen auch bei den Flugrouten. Natürlich ist es so, Sie sprechen das an, die Situation am Mögelsee, da muss es tatsächlich noch Optimierungen, da muss es auch noch Verbesserungen geben. Aber was unter dem Strich steht, die Politik hat zugehört, die Politik hat sich bewegt und die hat auch etwas geändert. Und das ist gut und richtig so, meine Damen und Herren. Aber welche Lehren ziehen wir jetzt nun raus? Kann man sagen, Ende gut, alles gut? Ich finde, das wäre ein bisschen zu einfach. Ich glaube schon, dass es richtig und wichtig ist, dass wir die Betroffenen früher und intensiver in die Planung einzubeziehen. Und dazu müssen wir jetzt geeignete Verfahren finden. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dabei auch mehr Verbindlichkeit bei der Festlegung der Flugrouten brauchen. Es ist eine größere Rechts- und es ist eine größere Planungssicherheit für die Betroffenen, und zwar für alle Betroffenen, für die Bürger, aber auch für die Airlines, für die Flughafenbetreiber notwendig. Deswegen sollten wir noch mal prüfen, der Kollege Döring hat es ja angesprochen, ob wir im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens möglicherweise Instrumente finden, wo man diese frühe Beteiligung bei der Festlegung der Flugrouten stärker verankern kann und trotzdem die notwendige Flexibilität hier gewährleisten kann. Und es gibt noch einen Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir zu mehr Verbindlichkeit kommen, nämlich bei der Umsetzung der festgelegten Flugrouten. Es kann ja nicht sein, dass man monatelang sich darüber streitet, über die Festlegung der Flugrouten, dass es tausende Menschen gibt, die auf die Straßen gehen monatelang und dass man tatsächlich dann gemeinsam mit der Politik Lösungen entwickelt und dass die dann wieder ausgehöhlt werden. Zum Teil passiert das aber momentan. In der Praxis der DFS kann Piloten gestattet werden, wenn sie das verlangen, eine Einzelfreigabe erteilt werden. Und dann ist das sicherlich so, dass man in Einzelfällen daran auch nicht vorbeikommt, wenn es darum geht, Gewittern auszuweichen etc. Aber es kann jedenfalls nicht sein, dass diese Einzelfreigaben zum Regelfall werden, dass man von den festgelegten Flugrouten abweichen kann. Und jetzt stellt sich nun die Frage, wie erreichen wir denn das? Wie erreichen wir diese größere Verbindlichkeit? Nun, die DFS, das ist eine Behörde, die ist an Gesetze gebunden. Und das maßgebliche Gesetz, das ist das Luftverkehrsgesetz. Das sagt, der Luftverkehr muss gesichert, geordnet und flüssig abgewickelt werden. Und das lässt ja nun viel Interpretationsspielraum. Deswegen finde ich schon, dass wir uns genau anschauen müssen, können wir hier möglicherweise die Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes präzisieren. Natürlich, das ist ja schon gesagt worden, an erster Stelle steht hier immer die Sicherheit. Und das muss auch so bleiben. Aber dann gibt es natürlich noch die betrieblichen, die regelmäßig wirtschaftlichen Interessen und es gibt den Aspekt des Lärmschutzes. Und diese Interessen, die stehen meistens in einem Gegensatz zueinander. Und ich finde, hier müssen wir schon darüber nachdenken, ob wir nicht den Lärmschutz stärker betonen können. Denn, und das muss man auch sagen, wir haben ja in den letzten Jahren eine Tendenz der Gerichte, dass die den Gesundheitsschutz immer stärker betonen. Und das ist mir auch wichtig, bei der Frage des Lärmschutzes zu betonen. Hier geht es nicht um Befindlichkeiten an der Stelle, sondern hier geht es wirklich um die Gesundheit der Menschen. Denn alle nationalen und internationalen Studien zeigen, eine Beschallung mit Lärm, das kann erhebliche Gesundheitsstörungen hervorrufen. Das Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen, das steigt dramatisch. Und deswegen finde ich, auch weil der Fluglärm immer mehr werden wird, wir müssen uns unserem politischen Gestaltungsauftrag, den wir im Deutschen Bundestag haben, dem müssen wir uns stellen. Wir dürfen uns das nicht von den Gerichten aus der Hand nehmen lassen. Ich begrüße das sehr, dass es hier mehr Gesundheitsschutz von den Gerichten gefordert wird. Aber ich finde auch, wir sollten uns sehr genau überlegen, können wir im Luftverkehrsgesetz Regelungen finden im Rahmen dieses Abwägungsprozesses. Herr Kollege, gestatten Sie eine kleinen Augenblick, den Satz möchte ich gerne noch zu ändern. Ob wir im Wege des Abwägungsprozesses im Luftverkehrsgesetz dann auch tatsächlich stärker dazu kommen, den Gesundheitsschutz der Menschen stärker zu berücksichtigen. Aber bitte meine Uhr anhalten. Sie können Ihre Redezeit nur noch verlängern. Ihre Rede, sie ist dann nämlich abgelaufen. Verlängere ich noch mit dem letzten Satz, meine Damen und Herren. Nein. Lassen Sie mich noch einmal am Schluss betonen, ich möchte, dass der Großbürger-BER ein Erfolg wird. Und deswegen
glaube ich, dass wir die Kritik hier, die geäußert worden ist, sehr ernst nehmen müssen. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was können wir bei der Verbindlichkeit der Festlegung von Flugrouten und was können wir bei der Verbesserung von Lärmschutz und Gesundheitsschutz machen. Nur das schafft Akzeptanz und das ist die Voraussetzung auch für den wirtschaftlichen Erfolg dieses Großflughafens. Und das alles gemeinsam wollen wir, meine Damen und Herren. So, Herr Kollege, wollen Sie jetzt noch eine Nachfrage gestalten? Kann er gerne machen, ja. Sehr gerne. Ja, Herr Kollege Lutschak, Ihre Partei ist ja in Berlin in der Landesregierung. Und durch die unglückliche Situation, in die wir jetzt geraten sind, ist ja folgender Zustand entstanden, nämlich dass die ganzen zusätzlichen Flüge, die ja ohnehin geplant werden, nun weiter über Tegel abgewickelt werden. Und das trifft viele Anwohnerinnen und Anwohner in Reinickendorf und in Pankow. Und es gibt die Idee, dass jetzt noch früher am Morgen losgeflogen werden soll und noch länger in der Nacht geflogen werden soll. Was sagen Sie denn als in Berlin regierende Partei zu diesen Vorschlägen? Sehr geehrter Kollege Liebig, in der Tat, die CDU ist seit einigen Monaten in Regierungsverantwortung. Ich finde, das ist gut so, dass wir Sie nach 10 Jahren erstmal abgelöst haben. Das will ich am Anfang erstmal feststellen. Und natürlich, ich habe es ja in meiner Rede gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal anschauen, wie können wir sicherstellen, dass gerade auch in den Sommermonaten, wenn viele Berlinerinnen und Berliner auch in den Urlaub fliegen möchten, wie können wir dann den Flugverkehr in dieser Region sicherstellen? Und es wird, das habe ich auch ausgedrückt, es wird hier natürlich dazu kommen, dass es mehr Belastung für diese Menschen gibt. Wir haben momentan die Anträge von den Airlines vorliegen. Es geht da um etwa 130 Flüge in den Tagesrandzeiten. Es geht also nicht um die Kernzeit. Da reden wir von Flügen bis 23.15 Uhr und früh am Morgen 5.20 Uhr. Das wird jetzt sehr genau geprüft werden. Und für uns ist das Entscheidende. Es muss natürlich so weit wie möglich von den Kernzeiten festgehalten werden. Und wir müssen ein Verfahren finden, dass die Mehrbelastungen so gering als möglich ausgestaltet werden. Und das werden wir auch tun. Da können Sie sich darauf verlassen. Das Wort hat nun Uwe Beckmeyer für